Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, ihr habt den Abend gut überstanden und sind frisch und fit, uns mit den Herausforderungen der IG Metall heute Morgen zu beschäftigen. Berthold hat ja gestern Nachmittag viele Themen angesprochen, sodass ich heute auf einiges verzichten will. Aber ich will einige Gedanken hinzufügen, die mir wichtig sind. Wir haben gestern auch in der Aussprache über das Thema Europa diskutiert. Und ich habe mir so gedacht, meine Güte, wir reden so negativ über Europa. Dabei ist doch Europa eigentlich eine ganz wunderbare Idee. Als Europa noch Europa war, liebe Kolleginnen und Kollegen, da herrschte ja oder gab es ja die Idee von der Gemeinschaft der europäischen Völker, von einem großen Raum der Demokratie, von einem Europa, das Frieden schafft und Wohlstand durch einen gemeinsamen Markt schafft, von einem Europa der Tarifautonomie und der sozialen Mindeststandards. Wir können schon feststellen, dass diese positive Erzählung von Europa uns angesichts der aktuellen Europapolitik völlig abhanden gekommen ist. Und ich sage das sehr deutlich, ein solches Europa wie heute, das kann nicht das Europa sein, das wir als IG Metall wollen. Ich glaube, wir müssen eine neue Geschichte für Europa erfinden und dazu ist ein völlig neuer Politikstil in Europa notwendig. Nun ist es klar, in Europa, da ist schon viel falsch gemacht worden und in Griechenland ist da echt einiges zu tun. Auf der anderen Seite beunruhigt mich schon, mit welcher Arroganz deutsche Politik in Europa agiert. Und das war ja, glaube ich, der Kaiser Wilhelm, der mal ausgegeben hat, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und ich glaube, dass das kein Politikansatz mehr ist, für bundesdeutsche Politik allen anderen zu erzählen, wie sie es machen sollen. Nein, Kolleginnen und Kollegen, da kommt nur Mist raus und wir können zurzeit dieses Chaos in Europa besichtigen. Das ist nicht das Europa, was wir uns vorstellen als IG Metall. Und gestern ging mir dann so durch den Kopf, was da so alles passiert in Italien, in Griechenland, in Portugal, in Spanien. Und ich dachte, meine Güte, was werden die denn in Deutschland versuchen? Wenn es uns mal in welchen Gründen auch immer schwierig geht, und ich kann euch nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es nicht starke Gewerkschaften gibt, würden sie in Deutschland genau das Gleiche versuchen, was sie in den südeuropäischen Ländern versuchen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Vertrauensleute, als Betriebsräte, als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter hellwach sein und der Politik deutlich machen, dass sie das, was sie in Europa versuchen, nur nicht in Deutschland versuchen sollen, denn dann wird es mit dem erwiderten Widerstand aller Gewerkschaften in Deutschland zu tun bekommen. Und es lohnt sich auch schon, darüber Gedanken zu machen, was ist denn überhaupt in Europa los? Und ich will jetzt keinen differenzierten europolitischen Vortrag halten zur Bewältigung der Krise. Ich weiß da auch manchmal nicht, welcher Meinung ich da bin. Aber ich weiß nur eins, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht erinnert ihr euch noch genauso gut wie ich, 2008, 2009 hatten wir eine Bankenkrise. Da kam die Krisenbewältigung und alles Mögliche. Und irgendwann machten wir die Zeitungen auf und dann sprachen wir nicht mehr in den Zeitungen von Bankenkrise, sondern von einer Staatsschuldenkrise. Und in der Zwischenzeit hatte sich eigentlich nur eines verändert. Wenn man sich zum Beispiel Spanien anschaut, Spanien hat bis 2008 eine deutlich niedrige Staatsschuldenquote gehabt als Deutschland. Spanien hatte bis zum Jahr 2008 Haushaltsüberschüsse und das Defizit des Staatshaushaltes nahm Jahr für Jahr ab. Die Staatsverschuldung, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat erst 2008, 2009 begonnen in diesen Ländern, insbesondere in Spanien. Und warum? Weil sie natürlich durch die Bankenkrise Konjunkturprogramme machen mussten, Bankenrettungsprogramme auflegen mussten und einen Wachstumsverlust hatten. Und somit sind die Schulden in diesen Ländern ganz massiv erst mit der Bankenkrise nach oben gegangen. Und jetzt überleben wir die Situation,
dass diejenigen, die gerettet worden sind, ihren Rettern zurufen und sagen, du bist hoch verschuldet. Wisst ihr, das ist ja genauso, als wenn irgendwie ein Bankräuber aus der Bank rausläuft und ruft, haltet den Dieb. Der zweite Aspekt, da lesen wir in den Zeitungen, da hören wir von den Politikern, die da im Süden haben über ihre Verhältnisse gelebt. Ich sage nochmal, da ist schon einiges schiefgelaufen. Aber wer hat denn über die Verhältnisse gelebt? War das der Polizist in Griechenland, der vor der ganzen Krise 650 Euro im Monat hatte und jetzt 550 Euro im Monat hatte? Hat er mit 650 Euro über seine Verhältnisse gelebt? Oder hat der Rentner, der Arbeitslose, der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft über seine Verhältnisse gelebt? Wer in Griechenland gewesen ist, hat aus dieser Personengruppe oder wer in Spanien gewesen ist, in dieser Personengruppe keinen getroffen, der maßlos über seine Verhältnisse gelebt hat. Das waren doch, glaube ich, andere. Deswegen ist es schon interessant, bei der ganzen Debatte sich anzuschauen, ja, da wird viel Geld aufgewandt, aber wer hat das ganze Geld denn bekommen? Wir wissen jetzt schon, dass der Polizist nicht gewesen ist, der Rentner nicht gewesen ist, der Arbeitslose nicht gewesen ist und der Arbeitnehmer nicht gewesen ist. Und ich glaube, liebe Kollegen, daran wird deutlich, wie widersprüchlich diese Politik ist und wir allen Grund haben, ein hohes Maß an Solidarität mit den Völkern Südeuropas auszuüben und klarzumachen, dass wir in Europa nur zu einer neuen Geschichte kommen können, wenn dieser Politikstil, der zurzeit herrscht, nicht mehr sich fortsetzt. Und deswegen Solidarität mit allen Völkern Südeuropas. Und keiner soll denken, dass diese Krise nicht bei uns ankommt und dass dieser Mechanismus, dass für einige viel Geld da ist und für andere gar kein Geld mehr da ist, in Deutschland nicht passieren würde. Ich habe das gestern in meiner Eröffnungsrede kurz angesprochen, das Thema Kurzarbeit, Krisenkurzarbeit in Deutschland. Wir wissen, dass die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert hat, hoffentlich sich nicht richtig schlecht entwickelt. Wir aber sagen, vorbeugend ist besser als heilen. Lasst uns die Krisenkurzarbeit für Beschäftigte und für Leiharbeiter einführen. Und wir laufen, und Bertolt hat es ja gestern beschrieben, mit den Köpfen gegen die politische Wand in Berlin. Und dahinter steckt doch letztendlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur der Wille der Politik, Geld nicht auszugeben über Kurzarbeit für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da müssen wir uns schon fragen, wie kann es denn kommen, dass wir Geld haben für die Banken dieser Welt, dass wir Geld haben für die Finanzprofiteure dieser Welt, aber kein Geld da ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Kurzarbeit zu machen, damit ihre Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Das ist ein Widerspruch in dieser Gesellschaft und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Widerspruch sich aufhebt in Deutschland. Ja, wir brauchen eine neue Wachstumsformel in Europa ohne staatliche und übermäßige private Verschuldung. Wir brauchen nicht, dass wir heute haben Wohlstand für wenige, sondern ich glaube, wir brauchen Wohlstand für alle. Und das heißt letztendlich, wir kommen nur zu einer neuen Wachstumsformel in Europa für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in Europa, wenn wieder Politikziel ist, Wohlstand für alle und nicht Wohlstand für wenige. Und das geht nur durch eine klare Umverteilung von oben nach unten in Deutschland und in Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie wurde unsere Krise 2008, 2009 bewältigt? Kurzarbeit, Konjunkturprogramm, Abwrackprämie. Das heißt im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, wie man heute die Krisen und Probleme der südeuropäischen Länder bewältigen will. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten der Krisenbewältigung eingehen, aber ich möchte schon rückblickend einige Punkte festhalten. Erstens, unsere Krisenbewältigung, ja, das war nicht die unsichtbare Hand des Marktes, die das gemacht hat, sondern unsere Krise wurde bewältigt durch Mitbestimmung, Tarifpolitik, Sozialstaat und solidarisches Handeln von Menschen, die da bei der Bewältigung der Krise die entscheidenden Faktoren gewesen sind. Und zweitens, wir wissen mittlerweile ja sehr genau,
Unregulierte Finanzmärkte sind Sprengstoff für die globale Ökonomie und deswegen die Regulierung der Finanzmärkte ist unverzichtbar und überfällig. Kolleginnen und Kollegen, das muss verdammt nochmal die Politik endlich anpacken. Und viertens ist spätestens mit der Krise ja deutlich geworden. Nicht der übermäßige Dienstleistungssektor und schon gar nicht der Finanz- und Bankensektor, sondern die industrielle Produktion ist das Rückgrat des deutschen Wirtschaftssystems und trägt entscheidend zur gesellschaftlichen Wohlfahrt bei. Und das heißt, diese drei Strategien, die werden auch geeignet, um insgesamt einen wichtigen Krisenbeitrag für Europa zu leisten. Ja, Europa muss leistungs- und wettbewerbsfähig sein, aber, Kolleginnen und Kollegen, ich sage ganz deutlich, nicht über Niedriglohn, sondern über qualifizierte Beschäftigte und qualifizierte Arbeitsplätze und qualifizierte Produkte in Deutschland und in Europa. Und das ist das, was letztendlich erfolgreich wäre zur Krisenbewältigung in unseren Regionen. Ja, Kolleginnen und Kollegen, Digimetall gibt sich natürlich bei der Bewältigung dieser Herausforderung nicht mit einer Zuschauerrolle zufrieden. Im Gegenteil, als größte Industriegewerkschaft mit über 2,2 Millionen Mitgliedern haben wir dort Macht und Einfluss, wo Zukunft von Beschäftigten, unseren Kolleginnen und Kollegen erdacht, entwickelt und auch produziert wird. Wir wollen die Zukunft der deutschen Industrien maßgeblich mitgestalten. Dabei sind die Anforderungen an eine vorausschauend gestaltende Gewerkschaftsarbeit heute sicherlich ganz immens. Gerade weil wir es mit vielschichtigen wirtschaftlichen, technologischen, sozialen und ökologischen Wandlungsprozessen zu tun haben. Und unser Wirken geht dabei ja über die ganz klassischen Themen der betrieblichen Mitbestimmung weit hinaus. Und wenn wir auf unsere betrieblichen Herausforderungen schauen, dann zeigt sich, ja, Megatrends wie die Ausweitung des Niedriglohnsektors, ungeschützte Arbeitsverhältnisse, demografischer Wandel, Rente mit 67, altersgerechte Arbeitsplätze. Wir reden über neue Mobilitätskonzepte, über Rohstoff-Energieverknappung, veränderte und beschleunigte Technologieentwicklung und Fragen der globalen Wertschöpfung. Und wir diskutieren über die Fragen von Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Und das alles beeinflusst die Arbeitswelt von heute ganz enorm. Und sie wird sie teilweise ganz grundlegend verändern. Und mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verändern sich auch die Gestaltungsanforderungen für gute und sichere Arbeitsplätze. Und eins ist für mich klar, und das ist eigentlich die Losung, die für uns wichtig ist, wir sind gefordert, hier initiativ tätig zu werden und diese Veränderungen aktiv mitzugestalten. Wir können nicht warten, bis unsere Handlungsspielräume immer kleiner werden und dann nur noch das zu verhindern, was eben noch zu verhindern ist. Ich möchte hier einige Herausforderungen kurz anreißen. Zur Situation am Arbeitsmarkt. Mittlerweile ist die Prekarisierung weiter Teile der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alltag, in den Betrieben und in den Unternehmen angekommen. Das gilt auch für den industriellen Kern unserer Volkswirtschaft. Und atypische Arbeitsverhältnisse, wie wir sie heute nennen, das garantiere ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir nichts dagegen unternehmen, werden in 10 Jahren die typischen sein. Und jemand, der noch fest und sicher beschäftigt ist, wird sozusagen zu den atypischen Arbeitsverhältnissen finden. In Deutschland arbeiten mittlerweile 10 Millionen Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen, Leiharbeit und Minijobs, und die Werkverträge sind hier noch gar nicht zugerechnet. Knapp 8 Millionen Menschen sind zu einem Niedriglohn in Deutschland beschäftigt. Und mehr als 4 Millionen Menschen erhalten einen Bruttostundenlohn von weniger als 7 Euro. Das Ergebnis ist eine ganz tiefe gesellschaftliche Spaltung und eine ganz zunehmende Ungleichheit in dieser Gesellschaft. Und wer dafür noch einen Beleg sucht, der sollte sich den aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung anschauen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Selbst die Bundesregierung konnte es nicht anders darstellen. Die Ungleichheit in unserem Land wächst rasant. Die oberen 10% der Haushalte verfügen heute über 53% des Privatvermögens. 1998, und das ist ja noch nicht so lange her,
lag dieser Wert noch bei 45%. Und für 50% aller Haushalte in Deutschland bleibt echt nicht mehr viel. Sie besitzen insgesamt nicht mehr als 1%. Diese Scherenentwicklung ist auch das Produkt einer Arbeitsmarktpolitik, die auf atypische und prekäre Beschäftigung setzt. Und ich glaube, so Anfang des Jahrtausends, das haben wir alle noch im Ohr, da hieß es, Deutschland hat nur eine Chance, im globalen Wettbewerb zu bestehen, wenn der Arbeitsmarkt dereguliert wird. Das sollte Dynamik schaffen. Sozial war, was Arbeit schafft, und darum war es gut, dass es einen wachsenden Niedriglohnsektor gibt. So wurde die Leiharbeit dereguliert, die Zumutbarkeitskriterien für Arbeitslose verschärft. Minijobs wurden gänzlich freigegeben mit den Folgen, die ich eben beschrieben habe. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine ganz grobe und tiefe Lüge in der Argumentation. Denn für die internationale Wettbewerbsfähigkeit war ja der Niedriglohn gar nicht notwendig. Und wenn wir uns heute die exportorientierten Branchen anschauen, dann stellen wir ja fest, dass dort die höchsten Löhne gezahlt werden, nämlich wir. Und der Niedriglohnsektor hält sich jenseits der Leiharbeit, Gott sei Dank, noch in Grenzen. Umgekehrt stellen wir aber fest, dass in den Branchen, die nicht oder kaum im internationalen Wettbewerb stehen, die niedrigsten Löhne gezahlt werden, nämlich in den binnenmarktorientierten Dienstleistungsbranchen. Und was genauso schlimm ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Strategie legt auch Axt an unser deutsches Wettbewerbs- und Erfolgsmodell an, denn in dem Maße, wie sich berufliche Qualifikation durch Einkommen und soziale Sicherheit nicht mehr auszahlt und der Anspruch auf möglichst hochqualifizierte Arbeitsplätze aufgegeben wird, schwächt sich ein wirklicher Erfolgsfaktor Deutschlands. Denn das ist der Erfolgsfaktor Deutschland und es ist nicht die Agenda 2010 mit ihren Niedriglohnsektoren. Und wir sagen einfach dieser ganzen Politik, nein, nicht das, was Arbeit schafft, ist sozial. Unsere Position ist, Arbeit hat keine Würde, wenn man nicht vernünftig von ihr leben kann. Und das ist unsere Position. Und wisst ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 2008, 2009, 2010 unsere Kampagne organisiert, gemeinsam für ein gutes Leben. Und da haben wir ja nicht gemeint, ein gutes Leben, 2 Wochen Urlaub im Jahr und das Wochenende. Sondern wir waren ja der Meinung, Urlaub, Wochenende und montags bis freitags, das ist unser Anspruch für ein gutes Leben. Und das wollen unsere Kolleginnen und Kollegen von uns, dass wir beitragen, dass es so in der Wirklichkeit der Betriebe auch tatsächlich ankommt. Ja, die Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Basis unserer Ökonomie. Reichtum, Wohlstand unserer Gesellschaft gründen Sie nicht, wem sage ich das, auf die spekulativen Blasen an den Finanzmärkten. Nein, Reichtum, Wohlstand in Deutschland und überall auf dieser Welt basieren auf der Arbeit von Millionen Beschäftigten in den Werkhallen, in den Büros, in der Produktion, genauso wie in den Dienstleistungen. Und deswegen ist die Ausweitung der prekären Beschäftigung und des Niedriglohnsektors ein ganz tiefer Bruch in unserer bundesdeutschen Arbeitskultur. Und das nimmt ja Blüten an, liebe Kolleginnen und Kollegen, die man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Dadurch, dass es heute Arbeitgebern noch in vielen Branchen erlaubt ist, selbst zu bestimmen, wie tief sie die Löhne zahlen, die sie zahlen, es aber sozusagen ein Gesetz gibt, dass man, was man früher Sozialhilfe nannte, dass man darunter kein Einkommen haben darf, führt es dazu, dass unsere bundesdeutsche Gesellschaft 10 Milliarden Euro Steuergeld, also Geld von uns, dafür ausgibt, dass die Menschen, die zu extrem niedrigen Löhnen beschäftigt werden, Aufstockungsbeträge kriegen, damit sie das Existenzminimum überhaupt erreichen, was früher Sozialhilfe hieß. Das muss sich mal einer vorstellen. Wir subventionieren Arbeitgeber, dass sie so brutal und gemein sein können, Menschen so schlecht zu bezahlen, dass 10 Milliarden im Jahr aufgewandt werden müssen, dass diese Menschen überhaupt eine Existenzminimumsgrundlage haben.
Ich glaube, an keiner Stelle wird mehr die Verlogenheit und die Heuchelei der politischen Debatte in Deutschland deutlicher. Da sieht man, wo Geld vorhanden ist, wenn es dazu dient, Arbeitgeber zu unterstützen, keine Mindestlöhne zu zahlen, dann ist Geld da. Und wenn wir Kurzarbeit, Krisenkurzarbeit haben wollen, auch für Leiharbeiter, dann ist das nicht bezahlbar. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen in dieser Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darum ist der Kampf gegen Prekarisierung und für sichere Arbeitsplätze eine der zentralen Aufgaben der IG Metall. Und der arbeitsmarktpolitische Irrweg muss verlassen werden. Arbeit sicher und fair. Egal ob Stamm- oder Randbelegschaften, Festangestellte oder Leiharbeiter. Alle, und ich sage das bewusst, alle, die in einer Wertschöpfungskette zum betrieblichen Erfolg unserer Produkte beitragen, haben alle ein Recht auf sichere und faire Arbeit. Und dabei setzen wir, wie bei der Leiharbeit, auf Tarifverträge und Mitbestimmung. Allein schon deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Gestaltung der Politik sollten wir uns nicht nur auf die Politik verlassen. Und manchmal ist es schon so, dass eine Politik, die wir wollen, die müssen wir oft genug schon selber machen. Aber wir dürfen uns nicht allein auf die Politik verlassen, aber wir dürfen die Politik auch nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Denn vieles von dem, was ich beschrieben habe an Schwierigkeiten, an Missständen, ist ja letztendlich durch Politik entstanden. Sie hat ja mit politischen Weichenstellungen den Finanzmarkt dereguliert, die Agenda 2010 auf den Weg gebracht. Und es war ja nicht nur ein deutsches Thema. Und neben den deutschen Namen Schröder und Lambsdorff stehen ja auch die Namen Reagan, Thatcher und Blair. Das heißt, wir müssen die Politik in die Verantwortung bringen, dass das, was sie angerichtet haben, auch wieder korrigieren. Wir müssen dafür sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das Rad der Geschichte wieder zurückgedreht wird. Wir brauchen Mindestlöhne, wir brauchen die Regulierung der Leiharbeit, auch durch zusätzliche gesetzliche Maßnahmen. Und ja, sage ich, wir haben einiges erreicht. Seit dem 1. November müssen Branchenzuschläge für den Einsatz in der Metall- und der Elektroindustrie gezahlt werden. Aber, und das wissen wir, gleiche Arbeit oder gleiches Geld für gleiche Arbeit ist das noch nicht. Aber wir konnten natürlich nur das schaffen, was tarifpolitisch durchsetzbar gewesen ist. Und wenn ich jetzt höre, ich habe da gestern schon kurz darauf hingewiesen, wie Verleihunternehmen massiv versuchen, die Regelung zu den Branchenzuschlägen zu unterlaufen, indem sie zum Beispiel Leiharbeit durch Werkverträge ersetzen, dass sie falsch eingruppieren, dass sie Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter zwingen, neue Arbeitsverträge abzuschließen. Wenn es einen Streit gibt, wir haben das gestern bei den Berichten der Vertrauensleute auch gehört, einen Streit gibt überhaupt über den Geltungsbereich dieser Branchenzuschläge und wenn ganz bestimmte Dienstleistungsbereiche, die bei uns organisiert und beschäftigt sind, angeblich gar nicht unter diese Branchenzuschläge fallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da kann ich euch nur sagen, wenn wir feststellen, dass das, was wir mit großer Mühe durchgesetzt haben und mit einem hohen solidarischen Beitrag aller IG Metallerinnen und IG Metaller in Tarifverträge festgeschrieben haben, dass das nun in einem nennenswerten Maße von den Firmen der Leiharbeit unterlaufen wird, dann haben wir innerhalb der IG Metall und gegenüber den Leiharbeitsverbänden ein ernsthaftes Problem. Denn ich glaube, wir können es uns nicht gefallen lassen, dass diese Goldkettchen-Fraktion von Leiharbeitsfirmen das, was wir mit harter Arbeit erreicht haben, durch die Hintertür wieder kaputt machen. Das darf mit uns nicht zu machen sein, Kolleginnen und Kollegen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen bitte ich euch, das Gleiche gilt auch für das Thema unbefristete Übernahme nach der Ausbildung, dass jetzt in allen Betrieben geguckt wird, dass diese Tarifverträge ordentlich umgesetzt werden. Und wenn es irgendwelche Missstände gibt, Schweinereien gibt, Schlampereien gibt,
dann ist es wichtig, dass die Bezirksleitungen informiert werden, dass die Abteilungen des Vorstandes informiert werden, damit wir wissen, was überhaupt passiert und wie wir entsprechend agieren können. Und ich sage auch an dieser Stelle, dass die Bundesregierung auch gefordert. Ich meine, diese Frau von der Leyen, da ist ja schon eine Granate. Die sitzt am Sofa, hält schöne Reden und fordert die Gewerkschaften auf, dann kämpft mal schön. Ja, das können wir dann auch tun. Nur wenn wir alles alleine machen, dann stellt sich natürlich die Frage, wofür brauchen wir dann noch die Politik? Also, gerade bei dem Thema Leiharbeit jenseits der Umsetzung des Tarifvertrages ist klar, wir brauchen weitere gesetzliche Regelungen. Heuern und Feuern muss auch für die Leiharbeit verboten werden. Das Synchronisationsverbot muss wieder eingeführt werden. Und außerdem braucht es die Einführung einer Höchstverleihzeit von Leiharbeitern, um den Abbau von Stammarbeitsplätzen zu verhindern. Ja, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre die Leiharbeit geregelt, wäre aber noch lange nicht alles gut. Ich habe es bereits gesagt, Werkverträge nehmen zunehmend als strategisches Instrument oder werden zunehmend als strategisches Element und Flexibilisierungsinstrument der betrieblichen Beschäftigungspolitik eingesetzt. Sie wurden einerseits genutzt, um bestehende Regulierungsmechanismen in der Leiharbeit zu umgehen. Aber im Grunde genommen geht es darum, weiter Lohndumping zu betreiben, auch über Werkverträge, die Belegschaften zu spalten und die betriebliche Mitbestimmung auszuhöhlen. Kolleginnen und Kollegen, das ist kein Thema der Klein- und Kleinstbetriebe. Aber in den großen industriellen Einheiten stellen wir heute doch schon fest, um es mal mit einem Bild zu sagen, dass morgens 10.000 Menschen durchs Werkstor gehen, aber nur noch 5.000 Beschäftigte des ursprünglichen Unternehmens sind. Die anderen 5.000 sind Leiharbeiter, Werkverträge, industrielle Dienstleister, Entwicklungsdienstleister, Logistiker und alles, was es da so gibt. Und ich sage das gerade ganz bewusst im Rahmen einer Vertrauensleutekonferenz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Folge dieser Entwicklung heißt doch, dass wir zunehmend die Möglichkeit verlieren, die Arbeits- und Lebensbedingungen zu gestalten, sowie einheitliche Wettbewerbsbedingungen bei Lohn, Gehalt und Arbeitsbedingungen zu erreichen. Und wenn wir nicht hier gegensteuern, wird die Gestaltungsmacht der IG Metall sich letztendlich nur auf die schrumpfenden industriellen Kerne reduzieren. Und letztendlich entsteht über diese Randbereiche natürlich auch ein von den Unternehmen bewusst erzeugter Druck auf die Kernbereiche mit der Folge, dass Entgelt und Arbeitsbedingungen sich nachhaltig verschlechtern sollen. Denn im Klartext heißt das oft bei diesen Werksverträgen im weitesten Sinne oftmals kein Betriebsrat, oftmals kein Tarifvertrag oder ein ganz schlechter, auf alle Fälle aber keine IG Metall und keine Demokratie. Und das wollen wir nicht akzeptieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das müssen wir verändern. Wir sind doch nicht eine Gewerkschaft, wo Betriebsrätinnen und Betriebsräte und Vertrauensleute nur noch für die Hälfte der Welt zuständig sind. Wir sind selbstbewusst und wir werden das nicht akzeptieren. Und deswegen brauchen wir die Erweiterung unserer Mitbestimmungsrechte. Und wir müssen unsere Aktivitäten, liebe Kolleginnen und Kollegen, über den Betriebsbegriff des Betriebsverfassungsgesetzes weit hinausdehnen. Wir reden deshalb von einem gewerkschaftlichen Betriebsbegriff, der das Werksgelände, den Standort oder die Region zur Grundlage hat. Und hier sehe ich einen ganz entscheidenden Ansatzpunkt unserer gewerkschaftlichen Vertrauensleutearbeit. Der Betriebsrat ist gebunden an seine betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten. Aber die Vertrauensleute sind auch frei, über den Betrieb hinaus, des Betriebsverfassungsgesetzes hinaus, sich zu kümmern um die Bereiche, die abseits stehen und nicht von der IG Metall betreut werden. Und deswegen sage ich das hier an dieser Stelle ganz bewusst. Ich sehe die Auseinandersetzung um die Werkverträge. Ich sehe die Auseinandersetzung um den Kampf für Tarifverträge und Betriebsräte in diesen industriellen Dienstleistungsbereichen als eine der zentralen Aufgaben unserer gewerkschaftlichen Vertrauensleute an. Und Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die nächsten Jahre nutzen, dieses Thema ganz entschlossen in der IG Metall anzupacken. Und es geht. Ich sage nur ein paar Stichworte. Logistikunternehmen, Schnellige, Berlin-Brandenburg-Sachsen,
Firma Rudolph. Die Industrieparks, wie zum Beispiel in St. Louis und in anderen Bereichen. Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können diese Bereiche organisieren, wir können Betriebsräte gründen und wir können die tarifvertraglichen Ausgangspositionen dort verbessern. Denn hier an dieser Stelle haben auch wir eine gewerkschaftspolitische Grundentscheidung zu treffen, nämlich arbeitssicher und fair nur für die Stammbelegschaft oder Arbeit sicher und fair für alle. Ich spreche mich eindeutig für Letzteres aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir brauchen eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Und das gehört alles dazu und vieles andere noch mehr. Aber zu einem anderen Thema der politischen Debatte zu kommen, sage ich, wir brauchen auch eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt, um das Rentenversicherungssystem stabil zu halten. Die Unordnung auf diesem Arbeitsmarkt wird schneller als jede demografische Entwicklung dazu führen, dass unser Rentenversicherungssystem kollabiert. Und wer wie Frau von der Leyen den Niedriglohnbereich nicht reguliert, die Rente mit 67 und die Senkung des Rentenniveaus verteidigt, darf sich dann über zukünftige Altersarmut nicht wundern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das, was sie jetzt vorgeschlagen hat, das ist ja schon wieder so ein Ding, Lebensleistungsrente. Ich sage mal, das ist die Lebensleistungslüge. Denn ein paar Euro über die Mindestsicherung zu bekommen und dafür noch, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, 35 oder 40 Jahre privat versichert sein zu müssen von denen, die ohnehin nicht genug zum Leben haben. Wie verwirrt, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, muss man sein, um zu sagen, das hätte irgendetwas mit einer Lebensleistungsrente zu tun. Nein, es greift nur einen Sachverhalt auf und der war schon irre genug. Es konnte nämlich bis jetzt passieren, dass ein Arbeitnehmer schlecht bezahlt sein Leben hinter sich gebracht hat, sein Arbeitsleben hinter sich gebracht hat, irgendeine Form von privater Altersvorsorge getroffen hat und wenn er dann Rentnerin oder Rentner wurde und unterhalb der Mindestsicherung liegt, was eigentlich aufgestockt werden musste, dann konnte bisher seine private Altersvorsorge noch verrechnet werden. Das dann hätte er nur für die Versicherungswirtschaft und nur für den Finanzminister seine private Altersvorsorge gemacht. Und das ist das Einzige, was von der Leyen möglicherweise hier an dieser Stelle verändert. Aber, Kolleginnen und Kollegen, das hat mit Lebensleistung nichts zu tun. Das ist nur, dass die Verarschung, die in dieser Gesellschaft stattfindet, nicht allzu offenkundig wird. Und deswegen lehnen wir diese Frage von Lebensleistungsrente ab. Das hat mit vernünftiger Rentenpolitik gar nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ja, noch ein Aspekt. Wir reden so viel über Altersarmut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das war ja eine Sache, wir müssen Altersarmut verhindern. Ja, wir müssen als IG Metall alles tun, dass Altersarmut verhindert wird. Aber wir sind noch nicht als Gewerkschaft angetreten, um Altersarmut zu verhindern. Wir wollen doch ein Rentenversicherungssystem, was den Lebensstandard unserer Kolleginnen und Kollegen, den sie sich durch 40 Jahre Arbeit in ihrem Leben erarbeitet haben, einigermaßen halten können, wenn sie in Rente gehen. Und deswegen geht es für mich auch um Armutsvermutung, aber nicht ausschließlich um Armutsvermeidung, sondern Rentenpolitik muss auch den Lebensstandard der fleißigen Menschen sichern, die 30, 40 Jahre aktiv, intensiv gearbeitet haben und dann auch einigermaßen sorgenfrei im Alter leben wollen. Und das bietet die aktuelle Rentenpolitik nicht in dieser Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das werden wir versuchen müssen, dringend zu ändern in dieser Gesellschaft. Ja, da ist bei vielen Parteien nicht viel zu holen. CDU gar nichts, FDP nichts, Grüne fast nichts. Ich bin ja schon froh, dass die SPD jetzt zwei gute Vorschläge gemacht hat, nämlich abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren. Das war ja auch ein Beschluss unseres Gewerkschaftstages. Und es wird höchste Zeit, und deswegen ist dieser Vorschlag auch richtig, dass man zukünftig dann, wenn es denn so würde, abschlagsfrei in die Erwerbsminderungsrente gehen kann. Das ist alles sehr richtig, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch da ist noch deutlich Luft nach oben. Ein weiterer Punkt ist die Frage des Rentenniveaus. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Senkung des Rentenniveaus.
Es ist jemand sein ganzes Leben lang schlecht bezahlt gewesen, arbeitet im niedrigeren Sektor. Und da wir wissen, dass diese Arbeitsverhältnisse auch unsicher sind, ist da mal öfters eine Zeit der Arbeitslosigkeit drin gewesen. Das heißt, er erwirbt kaum oder ganz geringe Rentenansprüche. Und dann sinkt noch das Rentenniveau. Ja, Kolleginnen und Kollegen, da kann sich jeder ausmalen, was aus diesen Menschen wird. Und deswegen können wir das nicht akzeptieren. Und deswegen ist die Frage des Rentenniveaus im Sinne von Lebensstandardsicherung auch ein ganz wichtiges Thema für die IG Metall. Unabhängig von der Rentenpolitik wird es natürlich sein, dass unsere Belegschaften älter werden. Und älter werdende Belegschaften wollen auch gesund in Rente. Und deswegen treten wir ja auch dafür ein, dass Arbeitsplätze alters- und alternsgerecht gestaltet werden. Ja, wir haben dieses Thema wieder ganz neu auf die Agenda dieser Gesellschaft gebracht. Ich will nur daran erinnern, dass wir letzte Woche die Aktionstage hatten zu diesem Thema flexible Altersübergänge, alternsgerechtes Arbeiten. Und ich persönlich hätte es nicht geglaubt, dass wir es schaffen, in 1.000 Betrieben bundesweit große und kleine Aktivitäten zu entwickeln. Das ist eine ganz große Leistung. Ich danke euch, Kolleginnen und Kollegen, denn dadurch kriegen wir dieses Thema Rente überhaupt erst in die Gesellschaft gebracht, indem wir in den Betrieben die betriebspolitische Auseinandersetzung zu diesem Thema führen. Und das haben wir wirklich gut gemacht. Ich danke euch. Und deswegen haben wir auch die Debatte dazu eröffnet, dass unabhängig von der Frage, wie lange die Menschen arbeiten, 67, 65, weiß der Teufel wie lang. Aber wir müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns doch mit der Frage auseinandersetzen, was machen wir mit den Kolleginnen und Kollegen, die bis zu irgendeinem Zeitpunkt arbeiten sollen, aber es nicht schaffen und nicht können. Und da spielt die Frage 67, 65 erstmal gar keine Rolle. Das kann ja sehr unterschiedlich sein für die einzelnen Menschen, die wir entsprechend vertreten. Und deswegen fordern wir flexible Ausstiegsmöglichkeiten aus den Betrieben. Wir wollen keine Einheitsrente 65, 67, sondern wir wollen ein Rentenversicherungssystem, was Ausstiegsoptionen bietet, individuell für die jeweilige spezifische Situation des Betroffenen und dass es möglich ist, nach harter Arbeit ein Leben lang auch so dann in Rente zu kommen, dass man entsprechend sorgenfrei im Alter leben kann. Und deswegen fordern wir von der Politik, sich der Verantwortung zu stellen, auch für flexible und faire Ausstiegsoptionen in dieser Gesellschaft für die Beschäftigten dieses Landes zu sorgen. Und dieses Thema wird auch ein wichtiges Thema werden im kommenden Bundestagswahlkampf. Ich will noch ein letztes Thema ansprechen im Zusammenhang mit der Ordnung am Arbeitsmarkt. Das ist das Thema junge Generation. Junge Menschen haben ganz besonders unter der Deregulierung des Arbeitsmarktes gelitten. Ihre Zukunftsperspektiven sind unsicher wie selten. Und natürlich ist Spanien oder Deutschland nicht Spanien, wo 50% der jungen Menschen arbeitslos sind. Aber bei uns sind es auch 6,3%. Und dass es nur 6,3% sind, liegt ja auch an uns. Denn wir haben ja auch ganz massiv in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass junge Menschen in die Betriebe letztendlich kommen. Und die Jugend profitiert vom sogenannten German Jobwunder kaum. Jeder Dritte unter 35 hat noch nie in seinem Leben einen festen Arbeitsvertrag gehabt. Und 49%, und das ist schon eine bemerkenswerte Zahl, der unter 25-Jährigen arbeitet im Niedriglohnsektor. Und auf diesen Perspektiven, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen sich weder berufliche Weiterentwicklung noch private Lebensplanung aufbauen. Und hier sind wir auch bei dem Thema wieder der Rente. Ich verstehe ja gar nicht, was die Politik da debattiert. Wer glaubt denn, dass die junge Generation prekär beschäftigt, schlecht bezahlt, nicht alle, aber viele, jemals in der Lage wäre, die Lebensleistung unserer älteren Kollegen zu finanzieren? Geschweige denn, sich sozusagen eine eigene Altersvorsorge aufbauen zu lassen. Und deswegen wiederhole ich das, was ich eben schon gesagt habe. Unser Rentenversicherungssystem wird in die Knie gehen, nicht an der Demografie, sondern viel früher an der Situation, dass die jungen Menschen gar nicht in der Lage sein werden, die Lebensleistung der älteren Generation zu finanzieren, geschweige denn, die eigene Altersvorsorge sicherzustellen. Und deswegen ist die beste Rentenpolitik, die wir machen können,
eine vernünftige Ordnung am Arbeitsmarkt, wo jeder einigermaßen ordentlich verdient, sichere Arbeitsplätze sein ganzes Leben lang und dann einigermaßen übergehen. Das ist die beste Voraussetzung für unser Rentenversicherungssystem. Und dann wird uns das Thema Rente mit 67 auch keine Probleme machen, finanzielle schon mal gar keine. Ja, wir müssen diese ganzen Themen im Bundestagswahlkampf bearbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden im Dezember im Vorstand eine Diskussion führen, wie wollen wir das letztendlich organisieren. Bis jetzt gibt es einige Vorschläge und Diskussionen, die wir auch diskutiert haben. Wir überlegen, ob wir nochmal eine große aktivierende Befragung Anfang des Jahres machen, um uns nochmal der 100.000-fachen Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen zu versichern, ihre guten Ideen aufzunehmen. Ihr erinnert euch an die große Befragung, die wir 2009 gemacht haben. Vielleicht machen wir sie diesmal noch ein bisschen besser und intensiver. Aber wir wollen mit großem Rückhalt unserer Kolleginnen und Kollegen dann die Veranstaltungen organisieren, die in den Bezirken und wie auch immer letztendlich zu organisieren sind. Denn wir wollen ja in die Öffentlichkeit gehen und die Parteien daran messen und sie fragen, was sie vorhaben, gemessen an dem, was wir richtig finden. Und dafür brauchen wir schon eine große Mobilisierung im nächsten Jahr, damit die Parteien sich entsprechend unter Druck gesetzt fühlen und eine entsprechende Politik machen. Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu. Dann geht es noch, und das ist eine weitere Idee, kurz vor der Bundestagswahl darum zu überlegen, wie kriegen wir die Wahlbeteiligung in dieser Gesellschaft erhöht. Da sage ich mal, natürlich am besten dadurch, dass die Parteien eine gute Politik vorschlagen. Aber wir werden darüber hinaus noch einiges tun müssen, um hier eine entsprechend gute Wahlbeteiligung zu organisieren. Ja, Kolleginnen und Kollegen, es ließen sich noch viele Themen auffächern, die wichtig sind und eine Herausforderung sind für uns als Gewerkschaften. Das ist die Frage der Energiewende. Das sind die Diskussionen um die Industrie 4.0. Wir haben viele Fragen der internen, externen Flexibilisierung in den Betrieben zu diskutieren. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, und damit will ich zum letzten Komplex kommen, meines heutigen Beitrages. Wir müssen natürlich fragen, sind wir gut genug aufgestellt als IG Metall, um diese Probleme tatsächlich bewältigen zu können? Und ich sage da ein klares Ja und Nein. Ja, wir haben eine gute Mitgliederentwicklung. Wir sind stärker geworden, durchsetzungsfähiger geworden. Wir haben eine positive Mitgliederentwicklung. Berthold hat es gesagt, auch in diesem Jahr. Positiv auch Angestellte, positiv auch Frauen, positiv auch Jugend. 14.000 Leiharbeiter allein in diesem Jahr sind Mitglied der IG Metall geworden. Aber die wirtschaftliche Lage wird zumindest schlechter. Deswegen wird das nächste Jahr für IG Metall auch die Nagelprobe sein, ob wir eine gute Mitgliederentwicklung auch hinbekommen unter schlechteren wirtschaftlichen Bedingungen als in diesem Jahr. Wir haben Vorsorge geschaffen und Möglichkeiten eröffnet, zusätzliche Erfolge zu erzielen. Wir haben ein großes Projekt gemacht im Jahr 2009, 2010. Wir haben Geld zur Verfügung gestellt für die Weiterentwicklung der Organisation. Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr allein 100 Gewerkschaftssekretäre eingestellt, die in den Verwaltungsstellen, in den Regionen an verschiedenen Projekten arbeiten. Mitgliederprojekte, Studierendenarbeit, Konzernunterstützung, IT, kaufmännische Angestellte, Ingenieure, Betriebe ohne Betriebsrat, neue Firmen, neue Branchen, Wind, Solar, Logistik, Organizing, A-Betriebe und vieles andere mehr. Wir haben die Dezentralität in dieser IG Metall massiv gestärkt und haben die starke Führung beibehalten. Wir haben alle erkannt, das Kraftzentrum der IG Metall ist der Betrieb. Deswegen dienen alle diese Projekte darum, unsere betriebliche Verankerung in dieser Wirtschaftsgesellschaft zu erhöhen. Wie sind wir verankert? Ich mache mir das immer so mit folgendem Bild. Wir haben ein Drittel der Betriebe, da haben wir superaktive Betriebsräte und Betriebsräte, da haben wir eine super funktionierende Vertrauensleutearbeit. Dort setzen wir ganz viel durch von dem, was wir durchsetzen wollen. Dann haben wir ein Drittel. Da ist es mal so, mal so. Da haben wir Betriebsräte, da haben wir Vertrauensleute. Die sind mal sehr aktiv, mal nicht so aktiv. Und dann haben wir ein Drittel Betriebe, da sind wir froh, dass wir überhaupt einen Betriebsrat haben. Und da sind wir froh, dass wir überhaupt eine Person haben, die für unsere Sache im Betrieb streitet.
Und wenn das 100% ist, dann sage ich, von diesen 100% haben wir nochmal ein Drittel, wo wir gar nichts haben. Kein Betriebsrat, keine IG Metall, schon gar keine Vertrauensleute. Und ich denke, an diesen Strukturen müssen wir arbeiten, Kolleginnen und Kollegen. In dieser Gesellschaft, in diesem Organisationsbereich der IG Metall, darf es in der Perspektive keinen Betrieb ohne Betriebsrat und keinen Betrieb ohne aktive Metallerinnen und Metaller geben. Und das ist die Losung, die wir in den nächsten Jahren als Vertrauensleute in dieser IG Metall realisieren müssen. Und wir sind gut aufgestellt, aber wir haben noch viel zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn Bertolt sagt, gestern, ihr werdet Skeptiker, ich bin da eher ein Optimist. Gemeinsam gehen wir das an und wir können das gemeinsam schaffen. Denn wir wissen doch alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir können. Und wir haben das in den letzten Jahren doch deutlich unter Beweis gestellt. Ich bin da ganz optimistisch und ich danke jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich nachher auf die Diskussion. Okay.